Also heute ist bei uns Ruth Abmeier von den Freien Wählern und ich würde sagen, Sie stellen sich erstmal ein bisschen vor, dass unsere Zuschauer wissen, wer Sie sind. Mein Name ist Ruth Abmeier, ich bin 50 Jahre alt, kandidiere für die Freien Wähler in den Landtag, bin verheiratet, habe zwei Kinder, was an Hobbys eigentlich genug ist. Jeder kennt ja von uns jemanden, der momentan eine Wohnung sucht. Und jetzt ist unsere Frage, was möchten Sie der Wohnungsknappheit entgegensetzen? Schwierig, weil die letzten Jahre ist immer weniger gebaut worden, weniger Sozialwohnungen. Jetzt, wenn man sagt, man möchte Sozialwohnungen bauen und es gibt mehr Unterstützungen, werden die Wohnungen wieder automatisch teurer. Auch wenn es das Baukindergeld gibt, ist auf der einen Seite eine gute Idee. Auf der anderen Seite, wenn ich dann ein Angebot hole, ein Haus zum Bauen, kostet es komischerweise wieder 10.000, 20.000 Euro mehr, wie es vor diesem Baukindergeld gegeben hat. Es müssten mehr Sozialwohnungen gebaut werden, und zwar nicht nur auf dem Land, sondern in der Stadt. Es gibt viele tote Flächen, wo man bauen könnte. Mit dem Flächenfraß muss man das dann so machen, dass man auch in die Höhe denken muss. Das heißt nicht, dass man da 10-geschossige 70er Jahre Wohnsilos bauen muss, aber man muss sich überlegen, ob man dann in der Stadt nicht doch 5- oder 6-geschossig auch mal bauen kann. Und es gibt da auch schöne Möglichkeiten. Und ich kann in der Sozialwohnung auch einen Aufzug reinbauen. Dann kann ich nämlich auch sagen, wenn ich ab 4-geschossig bin oder 3-geschossig, dann kann ich einen Aufzug reinbauen. Dann können auch ältere Menschen oben wohnen. Dann ist es ebenartig, dann komme ich mit dem Rollstuhl einfach auch ohne Probleme hoch. Natürlich muss der Fahrstuhl immer funktionieren. Es gibt ja sehr viele Leute, vor allem Jüngere oder Ältere, die keinen Führerschein haben, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Und daher würde uns interessieren, was Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr macht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, was wir in Günzburg, im Landkreis Günzburg machen. Wir haben den Flexibus, der läuft sehr gut. Aber trotzdem ist im Großen und Ganzen gerade für junge Leute in der Nacht, wäre ich sofort dafür, diese Nachtbusse anzuschaffen, wo durch die Dörfer fährt, im Stundentakt die Jugendlichen einsammelt und auch nachts bis 1, 2 Uhr wieder sicher heimbringt. Und wenn ein Bus sich nicht rentiert, dann einfach Taxis. Ich kenne viele Mütter und Väter, wo ganze nächteweise unterwegs sind und nicht nur ihre Kinder abholen, sondern auch die Kinder dann, wo auch noch dabei sind, das Auto voll machen und die Kinder verteilen. Aber es haben halt leider nicht alle die Möglichkeit. Von dem her, also für junge Leute wäre ich sofort dafür, diese Nachtbusse. Ansonsten für die Normalbevölkerung, diese Flexibusse sind sehr gut. Es ist halt der Nachteil, es soll sich ja immer auch, soll ja auch immer kostendeckend sein. Und das funktioniert halt bei uns auf dem Land überhaupt nicht. Mit Grundremmingen haben wir ja in der Nähe ein Atomkraftwerk, was auch viele beunruhigt. Was sagen Sie denn zum Thema Atomkraft? Jeder will Strom. Jeder will Strom. Und heutzutage sogar noch mehr für Internet, Computer, Tablet. Jeder will Strom. Und keiner will Atomkraftwerke. Ich auch nicht. Also um Gottes Willen, ich brauche es ja auch nicht. Aber dann muss ich akzeptieren, dass es Biogasanlagen gibt, dass es Felder gibt, wo Photovoltaik ist, dass es Windkraftparks gibt, dass es eventuell, auch wenn die Freie Wähler massiv dagegen sind, gegen die Stromtrasse, aber wenn von Norddeutschland runter eine Stromtrasse kommt, von den Windparks, dass die Windparks mal angeschlossen werden können, dann haben wir auch Strom. Was passiert denn, wenn jetzt alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden? Dann müssen wir Strom zukaufen. Also im Moment können wir uns noch nicht selber halten. Und möchte ich Atomstrom von Frankreich oder von der Tschechei? Also da waren mir dann die deutsche Atomkraftwerke lieber, weil ich da weiß, dass sie sicher waren. Es leben ja schon seit vielen Jahrzehnten Menschen mit muslimischem Hintergrund hier in Deutschland, auch viele der Flüchtlinge sind ja auch Muslime. Wie stehen Sie diesem Hintergrund zu einem speziell muslimischen Religionsunterricht? Also wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich gesagt, sofort. Inzwischen bin ich der Meinung, dass wir alle, also ob Muslime, katholische Kinder, evangelische Kinder, Freikirchen, egal, Atheisten,
dass die alle miteinander unterrichtet werden sollen. Und zwar in Ethik. Dass die vom Koran viel mitkriegen, den ich übrigens selber auch gelesen habe. Ich habe aber auch Bibel gelesen. Damit, ich hasse das was, wenn ich mich unterhalten soll und ich weiß nicht darüber Bescheid. Und die Bücher sind beide schwierig. Aber okay, ich bin der Meinung, alle Kinder sollten miteinander unterrichtet werden, dass die von jedem, von den Muslimen den Hintergrund wissen, die muslimischen Kinder, das Katholische, der Unterschied zwischen, der ja nicht sonderlich groß ist, zwischen evangelisch und katholisch, auch Zeugen Jehova, dass die alle miteinander, auch diese evangelischen Freikirchen, dass die alle miteinander dieses Wort Werteerziehung finde ich furchtbar. Aber es ist es eigentlich. Im März diesen Jahres haben die Grünen und die SPD einen Antrag im Kreistag gestellt für mehr Geld für die Pflege. Ja. Dieser Antrag wurde ja dann von ihrer Partei und den CSU abgelehnt, mit der Begründung, dass der Kreistag dafür nicht zuständig ist. Mhm. Sie haben als einzige ihre Partei für den Antrag gestimmt. Ja. Warum? Meine Fraktion hatte recht. Es ist nicht Sache des Kreistages, es muss zuerst im Verwaltungsrat sein. Aber wie ich damals schon gesagt habe, wenn jemand am Ertrinken ist, dann gehe ich auf ein Schiff und schmeiße demjenigen der Rettungsring zu, ob das Schiff mir gehört oder nicht. Es wäre ein Zeichen gewesen, dass der Kreistag sagt, okay, muss der Verwaltungsrat machen, weil zahlen müssen sie es ja sowieso. Also wenn der Verwaltungsrat mehr Leute einstellt das Krankenhaus ist im Defizit, dann muss es der Kreistag übernehmen. Also von dem her war das alles logisch richtig. Aber die Außenwirkung, wenn der Kreistag bestimmt hätte, hey, wir nehmen diese 800.000 Euro in die Hand und wir suchen jetzt bewusst Arbeitskräfte, dann wäre das eine Außenwirkung gewesen, wo dann auch die Pfleger und Schwestern gesagt hätten, hey, die gucken wenigstens. Also wir gehen jetzt weiter zu den spezifischen Fragen. Mhm. Und wir würden, also wo es mir so geht, viele von meinen Freunden wissen jetzt gar nicht, wofür stehen die Freien Wähler eigentlich. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, dass Sie das kurz erläutern können. Die Freien Wähler werden leider oft, so wie Sie es auch geschrieben haben in Ihrer E-Mail, was ist der Unterschied zur CSU oder so, grundlegend. Von der Wertevorstellung vielleicht ähnlich, aber von der Entscheidungsfreiheit grundlegend anders. Ich als freier Wähler, das war für mich der Grund, war ja vorher in einer anderen unabhängigen Wählergemeinschaft, für mich war das der Grund schlechthin, zu den Freien Wählern zu gehen, weil ich frei entscheiden kann, wie ich es für richtig halte. Wie ich vorher gesagt habe, man hat ja gar nicht immer recht, auch wenn man es nicht immer hat, aber ich kann für meine Meinung entscheiden und ich muss nicht den Willen meiner Fraktion mittragen. Und das war mir oder ist uns Freien Wählern sehr wichtig. Das im Großen, wir machen Politik für den Bürger. Das sagt zwar jeder, stimmt auch wiederum. Aber wir unterstützen auch Sachen, was vielleicht von der SPD oder von der CSU oder von den Grünen sind, wenn wir das für richtig empfinden. Weil da geht es nicht darum, oh nee, wir wollen das jetzt nicht, sondern wenn jemand anders eine gute Idee hat, dann unterstützen wir die mit. Würde das bei Ihnen auch für die AfD zustimmen? Nein, weil wir überhaupt kein. Ich wüsste nicht, was die AfD vorschlagen kann, wo ich gleicher Meinung bin. Also von dem her, also kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn Sie jetzt was eben bringen würden, was Sie unterstützen könnten, würden Sie das dann, würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, nein, das ist die AfD, das mache ich nicht? Oh, Gewissensfrage. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, kann ich Ihnen gar nicht so beantworten. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Weil im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwas kommt, wo wir gleicher Meinung wären. Wir haben ja hier auch in der Region das Problem, dass es einfach immer mehr Katzen gibt. Viele Katzen sind halt nicht kastriert oder sterilisiert und auf Bauernhöfen leben sie so vor sich hin. Dann ist halt auch die Situation, dass auch diese Katzenbabys ertränkt werden, weil sie einfach zu viele sind. Was würden Sie denn zu einer Kastrationspflicht sagen? Wäre ich sofort dafür. Unabhängig davon, dass wenn man Tierarzt ist und wir Tierarztpraxis haben. Ich muss aber dazu sagen, ich bin selber von der Landwirtschaft. Also wir haben einen Bauernhof gehabt
Und es gibt aber auch wirklich viele Bauernhöfe, wo es den Katzen wirklich, wirklich gut geht. Also auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn sich Katzen, gerade wilde Katzen, ungehemmt vermehren, das kriegt man gar nicht mehr im Griff. Und natürlich leiden die Babys, die können gar nicht mehr durchkommen. Wenn eine Kätzchen zweimal im Jahr 4, 5 Junge kriegt, das ist Stress pur. Und dann kriegen sie vielleicht noch Katzenschnupfen und Katzenseuche und dann sterben die elendiglich, muss man ganz ehrlich sagen. Fangen kann man sie dann auch nicht, weil sie ja wild sind. Und eine wilde Katze zu fangen, ist nicht lustig im Moment. Also ich bin immer mit Kratzer. Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit. Brauche ich nicht mal. Das habe ich gleich gewusst. Wenn mir das sowas von auf den Keks geht, dass Frauen immer nur mindestens 20% weniger kriegen und viel schlechtere Chancen haben im Beruf.